Ja! Auf dem Weg zum Nummer 1 Autohändler weltweit habe ich einen Mega-Deal mit Abt eingefädelt. Und bevor wir loslegen können, hat Daniel Abt gesagt, Moment, bevor wir das machen, komme ich einmal persönlich vorbei. Daniel inspiziert unsere Bude, ja, schaut sich mal die Autos an und will auf Nummer sicher gehen, dass sein Lamborghini Urus Scatenato hier sicher aufgehoben ist. Yes. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das schaut sehr gut aus. Ich finde, der passt hier sehr gut rein. Also, und im Gegenzug? Einmal fahren. Einmal fahren. Ist ernsthaft, ist ein großer Traum. Wirklich, bin ich noch nie gefahren, Bugatti. Für uns ist es ja so, wir haben euch irgendwann direkt kontaktiert und gesagt, hey, wir gründen gerade unsere Fahrzeugveredelung, die Project Speed, und wir wollen Partner von Abt werden. Yes. Da habt ihr sehr positiv reagiert, habt gesagt, wir können uns das sehr gut vorstellen. Ja, ich sag mal, für uns ist natürlich wichtig, gute Partner zu haben. Ne? Also am liebsten verkaufen wir Autos natürlich direkt, aber wir sitzen in Kempten. Wir brauchen viele Leute, die auch ein bisschen uns unterstützen und da Gas geben und Bock haben. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann glaube ich, ist vor allem der Urus natürlich etwas, was hier sehr gut reinpasst. Ist etwas, was wir letztes Jahr erst gelauncht haben und wo wir auch Gas geben wollen. Und ja, ich bin gespannt, wie du dich dann beim Verkaufen anstellst. Diese Woche wieder 5 Abt Urus Scatenato verkauft für 10 Millionen Euro. Genau. Schalten Sie nicht so, das wird mir gut so gefallen. Etwa, oder? Ja, das wäre schön. Ich habe schon vorverhandelt und im Prinzip ist es so, die Verträge sind unterzeichnet. Ja, es rollen 3 Autos an von euch. Korrekt. Wir haben einen Lamborghini Urus Scatenato. Dann haben wir einen Audi RS Q8 Signature Edition. Einer von 96. Korrekt, ja. Wie viel PS hat das Auto? 800. 800 PS, ist schon eine Ansage. Ist eigentlich ein Lamborghini Urus Killer sozusagen. Kann man so sehen. Ich glaube, es ist schon immer noch ein bisschen unterschiedlicher Ansatz natürlich vom Auto her. Und sag ich mal, Audi hat immer noch ein bisschen was anderes wie Lambo. Aber wir versuchen auf jeden Fall, den Audi in Richtung Lambo zu bringen. Vorteil bei Abt ist einfach die Eintragung. Ja, ihr seid sehr auf den deutschen oder europäischen Markt spezialisiert und alles, was bei euch aus dem Werk rollt, ist eingetragen, richtig? Genau so ist es. Mein Ziel ist es ja wirklich, der beste Sportwagenhändler weltweit zu werden. Da gehört es ja für mich auch dazu zu sagen, okay, wie kann ich bestandstechnisch den nächsten Schritt gehen? Und da war halt für uns sinnvoll zu sagen, wir gehen jetzt auch den Weg mit der Veredelung, um das mit im Angebot zu haben. Mit der geilste Daily ever ist ja der Audi RS6. Hier haben wir 760 PS, also ist auch schon eine Ansage. Ja, ja? Und ist für mich auch, also das Gesamtkonzept von dem Auto, ich liebe es wirklich sehr. Also ist so wirklich unser, ich nenne es mal Dauerrenner schon fast. Bestseller? Ne? Ist das euer Bestseller? Ja, man kann schon sagen, RS6 ist schon absolut nach wie vor auch immer beliebt. Ich meine, ist ja immer schon ein Auto, was schon länger auf dem Markt ist. Ja. Aber die Beliebtheit ist immer noch da und das Kit ist schon sehr, sehr geil in seiner Gesamtheit. Also wenn man sich das anschaut, da stimmt meines Erachtens nach schon sehr viel. Ich glaube, bevor wir da einsteigen, da hast du hier schon so als Rennfahrer hast du schon gesagt, nicht schlecht das Teil. Naja, ich habe gesagt, das Ding ist oberaffengeil. Ich mein erstes Mal Senna fahren war für mich, also normalen Senna, ne, haben wir natürlich beides. Habe ich auch. Aber welchen? Ja, aber genau, welchen, genau. Aber welchen. Unfassbares Auto, hat so richtig ein besonderes Feeling, wenn du drin sitzt natürlich auch mit den offenen Türen, auch mit den Scheiben, die da drin sind. Und halt ist halt wirklich auf Racing. Jetzt der GTR ist natürlich eine komplette Rennmaschine, bin ich nicht gefahren. Aber sowas catcht mich halt extrem, wenn ich da vorstehe. Ja. Da hätte ich jetzt halt Bock damit, keine Ahnung, auf Nürburgring zu gehen und eine Runde zu drehen. Das wär schon geil. Ja. Ich habe dich eingeladen und gesagt, komm, wenn du schon da bist, dann lass uns auch Bugatti Chiron fahren. Ich glaube, das ist das Einzige. Ich muss ja auch den Daniel so ein bisschen triggern. Ich muss ihn ja aus seiner Komfortzone rausholen. Daniel ist ja Rennfahrer. Daniel kommt aus der Abt-Familie. Das heißt, Sportwagen und Rennfahrzeuge. Das und ist alles. Meine Komfortzone eigentlich. Ja. Und da habe ich gedacht, komm, ich muss irgendwas auspacken, wo der Daniel sagt, okay, das ist auch für mich heute wieder so ein Ding, wo ich sage, hey, schöner Tag im Leben. Also, heute ist Montag.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, an einem Montag Bugatti fahren, das ist nicht normal. Das ist absolut crazy. Ich freue mich drauf. Ich habe es noch nie gemacht. Also es ist wirklich was Besonderes. Ich wäre aber auch ohne Bugatti-Fahren hergekommen. Nur das muss man das dazu sagen. Aber das war so, ey, okay, dann wir fahren mal. Montags. Und dann dachten wir, da können wir es auch montags machen. Also von dem her, ja, mega. Freue mich wirklich sehr darauf. Gut. Ich würde sagen, keine Zeit bei dir. Legen wir los. Ja? Du gehst hinter das Lenkrad. Ich bin Beifahrer. Ich bin heute stille Maus. Haha. Los geht's. Merkst du schon, ne? Also ich saß schon mit verschiedenen Personen in diesem Auto. Ja. Daniel ist der erste Mensch, der direkt so keine Ehrfurcht hat. Also Ehrfurcht, ja, Respekt auch, aber er ist schon am Gas. Das ist bei anderen nicht der Fall. Andere sind sehr, sehr zögerlich. Ja? Ja. Okay. Du hast da schon direkt mehr Zug drin. Ja, warte mal ab. Dann haben wir gleich angefangen. Bequem, ne? Wir sind zwei ausgewachsene Männer. Ich habe irgendwann aufgehört zu wachsen. Du bist noch etwas weiter gewachsen. Aber hier, wir stoßen nicht an. Wir könnten jetzt hier 1000 Kilometer nebeneinander sitzen. Und der Malrad im Auto. Merkst du? Ja, merkst du das hinten? Mich am Arsch. Okay. Das war jetzt, ich wollte gerade sagen, das war Halbgas. Du hast gerade einen Aventador eingesetzt. Es war Halbgas. Ja, ja. 700 PS Halbgas. Das Krasse war gerade, dass meine Erwartungshaltung von dem, was mein Fuß macht, zu dem, was passiert ist, überhaupt nicht übereinstimmt. Es war so, okay, ich mache ein bisschen Gas und klar, du schallerst halt trotzdem 700 PS hier irgendwie. Ja. Krass. Boah. Ja. Aber ich würde sagen, du kannst Gas geben. Das erste Kennenlernen. Oh, jetzt tritt er durch. Verdammt. Also wir waren jetzt weiter. Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Ich auch. Aber ich habe in keiner Sekunde gerade irgendwie Angst, dass ich sage, er weiß nicht, was er tut. Ich kann schnell Auto fahren, aber ich weiß, ich muss jetzt auch nicht irgendein Leben aufs Spiel setzen. So, das wir fahren ja Gott sei Dank auch nur geradeaus und auch nur dann, wenn Platz ist. Ja. Hattest du mal einen schweren Unfall? Ja, tatsächlich. Formel E Mexiko. Ja. Da gab es so ein technisches Problem am Auto. Und es gab so einen Boost-Button und ich habe den gedrückt. Der hat aber nicht den Boost aktiviert, sondern, also er hat den Boost aktiviert, aber er hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass das Auto automatisch Vollgas gibt. Okay. Also er nicht mehr aufhört. Also du konntest... Heißt, ich bin vor einer Kurve mit 240 angekommen und drücke auf die Bremse und es bremst aber nicht, weil das Ding Vollgas weiter beschleunigt. Ich bin so mit 200 frontal in die Mauer rein und ich dachte, mein Rücken ist gebrochen. Also weil es hat so weh getan, ich konnte mich nicht mehr bewegen, meine Beine nicht annehmen. Dann haben die mich da rausgeschnitten und mit Heli ins Krankenhaus, in so eine Notaufnahme in Mexico City. War nicht so geil, weil die sprechen ja nur Spanisch. Ja. Hola, hola, señor, bam, bam, irgendwelche Knöpfe da hin und so. Aber war dann tatsächlich nichts gebrochen. Ich bin am selben Tag auch noch das Rennen gefahren. Okay. Was total bescheuert war, aber... Ich kann mir das so vorstellen, im Krankenhaus, die so tu, señor, muy caputo. los problemas con los ricos, no. Ich habe so wirklich die Philosophie zum einen Autos gehören geteilt. Ja, also wegstellen und nichts damit machen ist Unfug. Ja. Ja. Autos gehören geteilt und zum anderen, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, für mich ist das ja so, ich komme ja wirklich von ganz klein, also mit nichts angefangen. Ja. Ja. Vor 10 Jahren wäre es für mich undenkbar gewesen, dass ich einen Bugatti besitze. Undenkbar. Ja. Und es wäre genauso undenkbar gewesen, dass Daniel Abt mit mir im Auto sitzt. Ja. Und das sind so dann so Momente auch für mich, wo ich mich kneife und sage, hey, schon krass. Ja, hard work, also, pays off. Für mich wäre es immer noch undenkbar, aktuell einen Bugatti zu kaufen. Ganz ehrlich, alles nur eine Frage der Leasingrate. Ja. Wenn ich sowas sage, ja, dann geht es gleich los.
oh, ist ja nur geleast, der kann sich das gar nicht leisten, etc. Ja? Leute, für all diejenigen, die es noch nicht verstanden haben, du musst schon was geleistet haben, damit die Bank sagt, 40.000 Euro Leasingrate im Monat trauen wir dir zu, wird genehmigt. Ja. Also das passiert nicht einfach so. Ja. Oder wenn du mittellos bist, sondern dafür musst du ja schon was geleistet haben. Das Schöne ist, der wird ja auch nur wertvoller. Sag das nicht zu früh, der Tag ist noch nicht vorbei. Also ich bin bis jetzt hat der Wagen schon wert geworden, seit ich ihn besitze. Daniel, was ist so für dich dein persönlicher Schlüssel zum Erfolg? Authentisch sein, sich selbst treu sein. Mhm. Also ich versuche, und das Wichtigste ist, finde ich, Spaß dabei haben. Also ich versuche einfach Dinge zu machen, die mich persönlich erfüllen, auf die ich Bock habe, die nicht, also nicht für andere, ne, so, sondern einfach nur das, woran ich glaube oder worauf ich einfach Bock habe, Spaß dran habe und versuch das umzusetzen und dabei halt natürlich sich selber treu sein, sich nicht komplett verbiegen oder irgendwie nur versuchen, ja, irgendeine Rolle zu spielen, glaube ich, das ist sehr wichtig. Ich muss sagen, genau das, was du sagst, habe ich am Anfang gehabt, ja? Als ich das erste Mal immer mehr mit vermögenderen Kunden in Kontakt gekommen bin, ja, Bekanntheiten, vermögenderen Personen und so, habe ich so eine Zeit lang, Arsch gekrochen, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Ich kenne das, ja. Also du warst dann so eingeschüchtert von der Person, dass du plötzlich nicht mehr du selbst warst, also ich nicht mehr ich selbst war, sondern es probiert habe, der Person recht zu machen und mich so zu verhalten, dass die andere Person mich mag. Ja. Ich habe dann über die Jahre gelernt, nein, die mögen dich am meisten, wenn du selbst bist. Korrekt. Ja? Wenn du denen auch mal ganz frech wenn es angebracht ist, auch mal Paroli bietest, aber dann auch mit dem nötigen Respekt, aber immer du selbst sein, das ist das Wichtigste. Ja. Weil Arschkriecher haben sie alle genug um sich herum, jetzt rechts raus. Ja. Die mögen es, wenn jemand offen und ehrlich mit ihnen umgeht, die Menschen. Genau so ist es, ja. Aber das kommt mit dem Alter. Ich muss sagen, das hat sich bei mir schon übers Alter halt verändert. Ne? So irgendwie in jüngeren Jahren will man irgendwie schon auch den Leuten gefallen und möchte schon irgendwie... Ja. Keine Ahnung, macht sich viele Gedanken auch, wie wirkt man, was denken jetzt andere über einen und so. Vor 6, 7 Jahren bin ich mit Anzug und Krawatte zur Arbeit. Ja. Jetzt fahre ich hier dein Liftsystem hoch vom Bugatti, damit mir in die Einfahrt kommt. Ja. Erzähl du mal, dritte Generation ab. Ja. Oh. Ja, genau, also kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man sieht. Man könnte auch sagen, die fünfte. Also die sagen ja, uns gibt es seit über 125 Jahren, also seit 1896. Natürlich damals nicht so wie heute. Da war das Thema nicht Automobil, sondern Kutsche. Ja. Heißt, mein Urgroßvater war quasi ein Schmied, der Kutschen modifiziert hat, sodass man mit denen auch im Winter auf Schnee quasi sich bewegen konnte. Ich komme ja aus dem Allgäu, da ist Schnee auf jeden Fall ein Thema. Und so ging das Ganze los. Und dann über die Generationen hinweg, ne, Automobil, mein Opa selbst war dann Rennfahrer im Zweirad und im Vierrad. Johann Abarth. Genau. Ja. Der war auch Abarth-Werksfahrer. Ja. Sehr erfolgreicher Rennfahrer auch, wirklich super stark. Natürlich eine ganz andere Generation von Rennfahrern. Ne? Ich glaube, da hat man... Sehr waghalsig damals. Ja, da hat man, glaube ich, auch noch 3 Weizen gesoffen, bevor man losgefahren ist, weil anders hast du es gar nicht ausgehalten, so ungefähr. Also es war schon eine andere Zeit. Ist leider auch früh gestorben, mein Opa. Das ist sehr schade. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über ihn als Mensch so kennengelernt. Ne? Ich kenne natürlich viel aus Erzählungen. Und ja, mein Dad und mein Onkel haben dann zusammen die heutige Firma quasi gegründet. Jetzt ist nur noch mein Dad derjenige, der das Geschäft quasi leitet. Und ja, jetzt komme ich, sag ich mal, als nächste Generation. Als ich ein Kind war, wir hatten nichts und von mir hat auch niemand nichts erwartet. Ja. Ja? Also das, wenn ich dann hinten raus nichts hinbekomme, ist okay, weil man sagt, ja, da hat er eh keine Möglichkeiten. Ja. Ja? Aber bei dir ist es ja so, dass dann alle Menschen von Anfang an drauf gucken, auf die Medien, was macht er, wo ist er, und also da ist das ja ein ganz anderer Druck. Ja, ich freue mich schon mega auf den Wagen. Ist aber auch eine Ansage von ab, zu sagen, wir steigen jetzt hier bei Lamborghini ein und wir hauen ein Auto auf den Markt, das um die 500.000 Euro kosten wird. Ist schon nochmal ein ganz anderes Level natürlich, aber... Für uns war es halt einfach ein super logischer Schritt. Ne? Wir haben jetzt, sag ich mal, uns sehr, sehr stark natürlich bei Audi etabliert. Man kennt uns da. Die Produkte, die wir anbieten oder generell, was wir machen, hat sich schon sehr stark verändert. Es ist viel mehr in den Luxusbereich gegangen in den letzten 5 Jahren. Viel, viel hochwertiger noch, natürlich auch hochpreisiger. Aber es sind einfach so Gesamtkonzeptautos, die wir mittlerweile machen, die wirklich sehr gut funktionieren. Und
ja, wo wir, glaube ich, uns einen sehr guten Namen gemacht haben. Und jetzt haben wir gesagt, okay, als Next Step wollen wir eben auch Lamborghini, den Lamborghini-Markt mitmachen, wollen da mit rein. Ja. Und ja, dann noch die Verbindung mit Motorsport, was für uns ja immer schon so wichtig war, ist, na, wir sagen immer von der Rennstrecke auf die Straße, und das ist jetzt nicht nur, damit man das so sagt, sondern es ist wirklich so, sind wir entstanden, das leben wir, das ist unsere DNA, wir wollen uns im Wettkampf messen, wir wollen ans Limit gehen und wollen dann geile Produkte bauen. Ja, oh, jetzt haben wir nochmal. Jetzt knapp. Ja.